Bei mir stehen Anosha Wahidi, Referatsleiterin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und Markus Luft, seines Zeichens stellvertretender Chefredakteur der Gala. Die beiden haben bei Garuda und Ja auf dem Innovation Day Fashion der Ad Alliance über das Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie diskutiert. Frau Wahidi, Sie sind ja maßgeblich an der Entstehung des staatlichen Gütesiegels der grüne Knopf beteiligt. Und da frage ich mich, was werden Sie oder was erwarten Sie, wie Sie die Industrie dadurch verändern werden? Gute Frage. Die Frage ist halt, ob man mit einem Siegel nur die Industrie verändern will oder auch das Konsumverhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und wir sind der festen Überzeugung, dass es ein gemeinschaftlicher Ansatz ist. Das heißt, der grüne Knopf als staatliches Siegel will zum einen Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Orientierung geben, direkt am Produkt, und auf der anderen Seite Unternehmen auszeichnen, die bereits ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachkommen und damit quasi sowohl eine Industrie verändern und bewegen in die Textilindustrie, aber auf der anderen Seite auch Verbraucherinnen und Verbrauchern eine klare Orientierung, die es bisher aus unserer Sicht nicht gibt oder nicht ausreichend gibt, tatsächlich beim Kauf unterstützen, nachhaltiger zu konsumieren. Da muss ich nochmal nachhaken. Es gibt ja schon eine Menge Siegel. Wieso brauchen Sie dann noch ein Übersiegel? Genau deshalb, weil es so viele Siegel gibt, sind wir der Ansicht, dass ein staatliches Siegel aufgrund der besonderen Glaubwürdigkeit tatsächlich auch mehr Orientierung für den Verbraucher und die Verbraucherin auf den Markt bringen kann und wird. Und zum anderen ist der grüne Knopf tatsächlich ein innovativer neuer Ansatz. Der verbindet nämlich Unternehmenskriterien mit Produktkriterien. Das heißt, im Gegensatz zu den vielen gängigen Siegeln, die Sie ja auch kennen, also auch Verbraucherkommunikationssiegel, bewertet der grüne Knopf nicht das Produkt per se, sondern auch das Unternehmen. Also zunächst wird das Unternehmen geprüft, ob es nachhaltig wirtschaftet. Erst wenn diese Prüfung erfolgreich durchlaufen ist, kommen wir überhaupt zur Produktprüfung. Und das macht aus unserer Sicht, aus Nachhaltigkeitserwägungen, viel mehr Sinn, weil wir dadurch strukturelle Veränderungen in den Produktionsländern Bangladesch, Myanmar und sonst wo in der Welt verändern können, als wenn wir nur auf reine Produktkriterien, die wir auch abprüfen, abzielen würden. Herr Luft, welche Rolle spielt eigentlich Fair Fashion in der Gala oder beim Stern, wo Sie ja auch Fashion Director sind? Ja, eine immer größere, und das hat sich wahnsinnig schnell zum Positiven verändert. Früher haben wir auch immer mal eine Green Issue im Heft gehabt und das wurde angenommen. Mittlerweile ist es so, wir hatten dieses Jahr bei Gala Greta mit Pierre Casiraghi auf dem Segelschiff auf ihrem Weg nach New York auf dem Cover. Das war einer der bestverkauftesten Hefte. Das war eine ganze Green Issue. Wir spielen das Thema auch online, weil die Leser, die Kunden von Mode eben einfach wissen wollen, was kaufen sie, was können sie selbst tun, und es eben auch jetzt so ein Zeitpunkt kommt, wo eben auch große Marken wie in Deutschland Brax oder Gary Weber merken, sie müssen da etwas tun, und viele tun auch schon was, aber jetzt wird eben auch darüber gesprochen, da haben wir natürlich als Gala die Aufgabe und auch als Stern darüber zu berichten und die Leser einfach zu informieren. Frau Wahidi, im Lebensmittelbereich, da spricht man ja von einem Siegeldschungel. Und für mich stellt sich natürlich automatisch die Frage, wie versuchen Sie den Leuten, die Herkunft und die Bedeutung des Siegels zu vermitteln? Wir tun das in vielfältiger Hinsicht. Also wir machen das durch direkte Verbraucheransprache. Wir werden natürlich auf den vielen Fachmessen und Verbrauchermessen präsent sein und informieren über den grünen Knopf, sodass wir durch gemeinsame Kooperation mit bestehenden Akteuren, aber auch durch eigene Kommunikation, direkte Ansprache der Verbraucherinnen und Verbraucher auf der einen Seite, aber auch der Unternehmen. Wir haben ja das ambitionierte Ziel, hier noch deutlich die Anzahl der Unternehmen zu steigern. Wir haben derzeit 27 ausgezeichnete Unternehmen, aber das muss deutlich noch erhöht werden. Denn wir sind auch der Meinung, dass wir durchaus in einer sehr dreckigen Industrie, wie es die Textilindustrie nun mal ist, mit deutschen Unternehmen sehr vorbildliche Unternehmen auf dem Markt haben, die wir auch sichtbar machen wollen. Und letztlich wird das ein Smart Mix, eine intelligente Mischung aus verschiedenen Maßnahmen sein, Kommunikationsmaßnahmen, die direkt die Verbraucherinnen und Verbraucher ansprechen, aber auch natürlich Unternehmen, die wir gewinnen wollen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch sehr stark in der internationalen Agenda. Wir werden unsere deutsche EU-Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr nutzen, um dieses Thema noch stärker in das Bewusstsein der Politik, der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Unternehmen zu bringen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die SDGs, die Sustainable Development Goals, mit unserer Agenda 2030, wo Nachhaltigkeit quasi der Überbau von allem ist. Frau Wahidi, letzte Frage. Was raten Sie denn Konsumenten, Verbrauchern, wie sie ihren Modeeinkauf verändern können, ihr
Modekonsumverhalten verändern können. Es fängt morgens an bei der Benutzung von Kosmetika. Es geht weiter mit dem Kaffee oder dem Tee, den ich trinke. Es geht dann weiter mit den Textilien, die ich anhabe, mit der nächsten Reise, die ich buche. Das heißt, mit jeder Handlung muss ich das einmal hinterfragen, welche Ressourcen nehme ich dafür in Anspruch und was wird von mir auch als Verbraucherin, kann auch erwartet werden. Ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt und dann, man muss auch nicht jedem Trend hinterherlaufen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Kernmessage, gerade wenn es um Mode geht, die ja sehr individuell ist. Wenn man seinen eigenen Stil gefunden hat, hat man es nicht nötig, 23, 24 Kollektionen im Jahr tatsächlich auch alle kaufen zu wollen, sondern dann eher wirklich bewusster zu konsumieren, nicht zu verzichten, aber dann tatsächlich bewusster zu konsumieren und sich dessen bewusst zu sein, dass wir irgendwo immer Ressourcen verbrauchen, wenn wir neue Produkte herstellen. Horizont und Touri 2 TV.